zurück zu Let's Play Mafia 3. Warum ich so leise rede? Ganz einfach, weil da vorne schon mal Feinde rumlaufen. Ich glaube, das ist die Festung von Olivia Meccano. Olivia ist im Country Club. Steig ein, ich erkläre dir den Plan. Okay. Also doch nicht. Also komm doch was lauter reden. Das wird dir gefallen. Meccano hat Immobilienprobleme. Macht. Sieht so aus. Leck mich am Arsch. Was? Was ist passiert? Hab nie gelernt, eine Fliege zu binden. Traust du dir das Infiltriere zu? Infiltriere Remis Totenwache. Ich geh da rein, verpass den Wachen eine Dosis Militär-LSD und dann bin ich bei Olivia. Und lass dich von den Scheißern nicht provozieren. Denk dran, du kannst keine Waffen mit reinnehmen. Wie geht's dir, Kumpel? Folge der Auffahrt auf der Linken. Na gut. Also musste man doch daher durch. Wir sind da. Du hast die Tasche, die Spritze ist drin. Und denk dran, die Droge wirkt schnell. Die knipst dich im Handumdrehen aus. Gut, hier soll ja niemand rausfinden, was eigentlich vor sich geht. Lass dich mal ansehen. Wenn sie dich killen, haben sie wenigstens gleich was Hübsches, worin sie dich begraben können. Fick dich. Na dann, auf. Also alle anderen waren rechtzeitig hier. Betatschen diese Weißbrote auch alle anderen? Fauler Nigger, das ist ihre Aufgabe. Die haben mich da draußen kalt erwischt, haben gefragt, wo mein Wagen ist, wo ich herkomme. Du ziehst entweder sofort deine Uniform an oder verschwindest aus meiner verdammten Küche, Tunnel. Oh, geh doch mal weg! Jetzt, danke. Leg einen Lappen auf den Tisch. Ach, das ist der. Sieht aus wie ein verdammtes Rattennest. Miss Olivia kommt gleich runter. Sie wird ein paar Worte zum Todesarmen Mr. Remy sprechen. Ich habe keine Waffen, okay. Schnapp dir eine davon, bring sie raus und gieß den Gästen ihre Drinks ein.
und dass du ja mit keinem von ihnen sprichst, klar? Bringt den Leuten ihre Drinks, sofort! Sollen die Weinflaschen präparieren? Das machen wir doch mal. So, die haben wir. Wie soll den Manager bedienen? Ja, ein kleiner Drink, mein Freund. Nein, halt, warte mal. Bleib stehen. Oh, nimm ordentlich den Schluck. Alles für dich. Du wirst hier nicht fürs Rumstehen bezahlt, Boy. Geh und bedien diese armen Gäste. Na gut. Austrinken, Motherfuckers. So, wir sollen die Trauergäste bedienen. Die Frage ist, wo wir jetzt mal hin? Also wahrscheinlich hier oben rein, oder was? Da können wir jetzt nicht. Da können wir nicht weiter. Ups. Ah, soll die hoch? Okay, das sind also da die Trauergäste. Okay. Haben die denn jetzt einen Verdächtigen? Keinen einzigen. Der alte du möchtest einen Drink. Ah, mein Freund, natürlich. Nimm dir, gönn dir. Ich glaube nicht, dass es einer der farbigen. Gönn dir, mein Freund, alles für dich. Die yeah. Affen waren nie besonders schlau, aber wenn man sie nicht beaufsichtigt, können sie schnell bösartig werden. Du hast auch noch nichts. Oh, das ist aber nett. Dann nimm dir mal was. Zuerst möchte ich Ihnen allen danken, dass Sie hergekommen sind, um sich von unserem treuen Freund Remy Duval zu verabschieden. Ich weiß, bei all der Gewalt, die uns heimsucht, wäre es sicherer gewesen, zu Hause zu bleiben oder die Stadt zu verlassen. Oh, keiner, der mir was haben will. Sie haben es wie Remy gemacht. Sie haben erhobenen Hauptes ausgeharrt und sind nicht weggelaufen. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass Remy ein mutiger Mann war. Aber es ist nicht sein Mut, den ich am meisten vermissen werde, sondern es geht mir um etwas anderes. Er gab dieser Stadt, nein, uns, eine Stimme. Der Mörder Remys hat dieser Stadt jemanden genommen, der ihre Geschichte ehrte. Mehr noch, Remy Duval ehrte unser gemeinsames christliches Erbe, das zurückreicht bis nach Europa. Remy war mir ein Freund. Und ich? Ein teurer Freund. Sorry, wenn ich gerade leise bin, ich will die Rede hören. Nicht, was Sie zu sehen geglaubt haben. Ich habe meinen Mandanten mit dieser Marcano-Frau gesehen. Ich weiß, dass Mr. De Garmo hier ist. Und ich werde zur Polizei gehen. Die wir alle lieben. Auf Remy! Auf Remy! Auf Remy! Wir haben alle bedient. Wie sollen die Leibwächter von der Alten bedienen? Wo sind die? Wir können doch versuchen, unsere Differenzen zu ignorieren. Geh mal weg! Ich muss jemanden bedienen. Schon klar. Ja, lass sie ruhig ihre Gras verbrennen. Dann sieht man besser, was sie zu bieten haben. Wenn wir den Nigger so finden, der Remy gesordet hat, wird er sich wünschen, er wäre tot. Reginald, geht's bitte etwas leiser. Was? Oh, er ist doch bestimmt einer von den Guten. Der ist bedient. Das Problem mit diesen Leuten ist, die sind überzeugt, dass Wohlhaben bedeutet, sie seien etwas wert. Ich kann hier nicht sprinten, na gut, es wäre zu auf den Regen. Oh, du willst auch noch was? Ja, klar. Zu meinem Glück ist, dass ich das weiß. Klar. Gut, dass alle bedient werden. Weil, ach, stimmt, wir haben jeden einzelnen Penny verloren. Flasche. Mein Gott. Komm her. Was soll ich den anderen Brüdern sagen? Wir werden sie an unseren Stolz als Weiße erinnern, Bruder. Denn im Moment ist das Einzige, was der Southern Union geblieben ist. Oh krass, wie die alles aufgefahren haben hier. Eine ganze Sektenkacke da, ey. Alles aufgefahren, so. Hey.
So, und danach könnte die Geschichte, glaube ich, noch einmal. Hey, hey, den Neffen auch lieb bring gesehen. Mir die Flasche her. Da gibt's einige Kohle. Kann sein. Mein Beileid. Spuck's aus. Was weißt du? Mach eine Zigarettenpause. Sagen wir mal, es gehörte viel mehr zum Vermögen der Duvals, als sein Vater starb. Du weißt schon, dass wir die Ersten auf dem Mond sein werden, oder? Diese verdammten Roten kommen unseren Vereinigten Staaten nicht zuvor. Auf jeden Fall. So. Oh mein Gott, die ist ja umwerfend und so, aber was für ein wildes Weib. Ich dachte, die Hälfte der Zeit mich knutscht ein Alligator. Dass sie uns nicht erkennt. So. Groß. Großer alter Mandingo-Nigger. Jupp. Ich finde das Wort schon alleine sehr hart. Aber das war die Zeit damals. Ich spielte in der Ende der. Ich bin Anfang der 70er, im Jahre 1969. Da waren das halt ein bisschen anders als heute. So. Es gibt Hamburger oder so. Ey, Neuer, du kannst hier drüben rauchen. Tja, machen wir das doch. Siehst du, was mit Clarence los ist? Sieht aus, als hätte der was von dem abbekommen, was hier rumgeht. Wenn du mich fragst, könnte es keinem Besseren passieren. Geschieht ihm recht. Nigger hier, Nigger da. Ist jedes zweite Wort aus seinem Mund. Schlimm genug, es von den Weißen zu hören, braucht es echt nicht noch von einem von uns. Vielleicht überdenkt er dann ja mal, wie er die Dinge hier handhabt. Na, das möchte ich erleben. So. Haben wir das schon? So noch eines. Ne, folge Olivia. Menschen auf dem Mond? Interessiert mich einen Scheiß, weil es alles ich kann gar nichts machen, weil ich habe hier unten auch gar keine See. So ich sehe nämlich, dass ich auch gerade keine Energiedings habe. Keine Adrenalinspritzen. Ich würde mir gut überlegen, da rauszugehen. Irgendwas stimmt nicht mit den Leuten. Mir egal, was Clarence sagt. Ich bleib hier drin. Die Leute sind verrückt geworden. Finna hat den Weißarsch geschnitten. Moment, was rede ich denn da? Ich würde es dir so gern zeigen. Alles ist verbunden, weißt du? Du, ich. Um Gottes Willen. Wir sind alle verbunden. Alter! Verdammt, Donovan. Die Leute drehen echt voll ab. Ich sehe Remy. Hier stimmt was nicht. Bring mich hier raus, sofort. Warte. Ja, Mann. Ich will zusätzliche Männer an der Vordertür und hinten. Keiner kommt hier ohne meine Erlaubnis rein oder raus. Soll ich den Gästen was sagen? Und was? Du hast sie doch gesehen. Sie sind alle von etwas... Was? Oh, tut mir leid. Tut mir so leid. Ist das für Miss Marcano? Yeah, ich meine, ja, Sir. Geh einfach durch. Stellen Sie es auf die Bar. Alles klar. Und? Immer noch nichts? Nein, Ma'am. Sie haben ihn ziemlich hart rangenommen. Hackt ihm eine Hand ab. Vielleicht stimmt ihn das um. Wir müssen hier weg, bevor was auch immer da unten vor sich geht, noch schlimmer wird. Ich glaube, unser Negerfreund ist etwas begriffsstutzig. Bringt ihn mal jemand hier raus? In Ordnung. Er schießt den Bastard! Aus dem Nichts! Ah, ich konnte nicht viel machen. Krass, die hat's überlebt auf jeden Fall. Ich hätte jetzt wahrscheinlich gerne zugemacht. In dem Moment. Ich hatte sie nämlich vor der Dings.
Ah, ich wollte nichts viel machen. Gut, dann müssen wir es halt nochmal ansetzen. Ich würde gerne den Part, zumindest den Teil mit Olivia jetzt gerne noch machen. Ich hoffe, dass das jetzt geht. Stellen Sie es auf die Bar. Und? Immer noch nichts? Nein, Ma'am. Sie haben ihn ziemlich hart drangenommen. Hackt ihm eine Hand ab. Vielleicht stimmt ihn das um. Wir müssen hier weg, bevor was auch immer da unten vor sich geht, noch schlimmer wird. Schnell hier runter! Er schießt den Vater! Jemand muss Miss Makano beschützen! Ja, ich kann nicht viel machen gerade. Wenn die mir alle. Ich habe keine Waffen. Das ist das Problem. Ich habe keine Waffen. Ich kann nichts mehr machen. Stellen Sie es auf die Bar. Und? Immer noch nichts? Nein, Ma'am. Sie haben ihn ziemlich hart drangenommen. Hackt ihm eine Hand ab. Vielleicht stimmt ihn das um. Wir müssen hier weg, bevor was auch immer da unten vor sich geht, noch schlimmer wird. Ich glaube, unser Negerfreund hier ist etwas begriffsstutzig. Bringt ihn mal jemand hier raus? In Ordnung, Großer. Zeit für einen Spaziergang. Na gut, komm mit. Olivia, runter! Oh, das leckt mich doch am Arsch, Alter. Nur weil ich da. Wegen der scheiß Waffe, die. Ich hab gar nichts gemacht, Alter. Wie soll ich das denn machen ohne eine Waffe? Gut, dann probieren wir das halt doch im nächsten Part erst.